Edgar Wasser, der Name von den Plakaten. Nein, keine Poster, ich meinte die Fahndungsanzeigen. Der geistreiche, gebildete Proll, werfe Stühle durch die Uni, der böse Bruder der Geschwister Scholl. Ist ja toll. Jetzt besitzt die ganze Welt ein iPhone und leidet an dem alle paar Minuten auf das Handy-Guck-Syndrom. Solche Opfer, da kenn ich keinen Respekt, ich verachte solche Ey, warte mal, ich hab ne SMS. Yes! Jackpot, Edgar der Chefkoch. Konservier Gedanken in Textdateien auf dem Laptop. Kämpfe für die Liebe wie ein Sexshop. Vereine Beats und Texte wie der Fall der Mauer Westos. Yes, yo. Ich bin am Mic wie ein minderjähriges Kind zu Besuch auf der Neverland Ranch. Oh, yeah. Ich lege keinen Wert auf ne Message. Schreie den Interviewer an, halt die Fresse. Stell mir keine Fragen oder ich geb dir keine Antworten. Brülle sein Diktiergerät an. Wo bleibt meine Saftschorle? Ist doch klar, so macht es ein Hip-Hop-Star. Juice Cover, ich posier mit aufgeklebtem Hitlerbart. Nur für die Provokation. Was, Frauenquote? Dann zwing ich halt die Merkel zu der Operation. Observiere durch das Fenster den Arzt bei seiner Sache. Klopf an die Scheibe und frag, können sie den Penis etwas kleiner machen?